Hallo ihr Motorradverrückten, heute ein kurzes, aber wichtiges Infovideo zum Thema Benzinhahn. In vielen Gesprächen habe ich festgestellt, dass die Bedienung von einem modernen Benzinhahn bei dem einen oder anderen von euch noch unklar ist und deswegen heute einfach mal ein paar klärende Worte dazu. Das ist hier, wie ihr seht, ein alter Benzinhahn, kennen viele aus ihrer Mopedzeit. Hier oben gibt es hier so einen Buchstaben, der ist da drauf, Z steht für zu, ganz klar, nach unten ist offen. Und zu der linken Seite von uns aus gesehen R für Reserve. Diese drei Stellungen kennen also alle auf zu Reserve. Und jetzt habt ihr hier einen moderneren Benzinhahn und der hat hier unten, steht es drauf, on. Ja. Bisschen schwierig einzufangen, weil das reflektiert. Dann haben wir hier drüben die Stellung Reserve, RES steht dort. Und ich drehe mal noch mal ein Stückchen. Und hier oben, und das ist das Problem für viele, steht Pri. Und dieses Pri wird, weil es gibt ja auf Reserve, wird Pri automatisch von vielen mit der Stellung zu verbunden, ist aber genau das Gegenteil. Was haben wir hier? Wir haben einen unterdruckgesteuerten Benzinhahn, den erkennt man immer an dieser Funktion Pri. Auf und Reserve funktionieren nämlich immer nur dann, wenn der Motor läuft. Das heißt, ihr müsst und könnt auch diesen Benzinhahn gar nicht zumachen. Motor an, Benzinhahn auf, Motor aus, Benzinhahn zu. Die Stellung Pri allerdings, die von vielen als zu gedeutet wird, macht genau das Gegenteil. Die umgeht nämlich diese Unterdruckmechanik und sorgt dafür, dass der Benzinhahn komplett offen ist. Wozu braucht man die? Ganz klar, der Vergaser war draußen und muss vor dem Starten geflutet werden. Dass also nicht erst mittels Anlasser und dieser doch etwas langsameren Motordrehung der Unterdruck erzeugt werden muss. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wie das funktioniert, einfach so fürs gute Verständnis. Ihr habt also hier hinten am Benzinhahn einen etwas dünneren Anschluss. Und ich habe das hier schon mal abgeschraubt. Ja, hier sind normalerweise vier Schrauben drin. Da, 1, 2, 3, 4. Ich habe das mal abgemacht. Und hier seht ihr eine Membran. Und diese Membran, hier dahinter ist eine Feder, wird durch den Unterdruck hier nach drin gesaugt. Ja? Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr hier so einen Kreis hier in der Mitte. Und dieser dichtet an dieser Fläche hier ab. Das heißt also, der Kraftstoff, der zum Vergaser fließt, das macht er hier an diesem Stutzen, ja, da ist also hier ein Loch drin, der muss von hier rauskommen. Und das heißt, wenn kein Unterdruck da ist, ja, wenn man das jetzt hier also zusammenlegt, ihr könnt es jetzt nicht sehen, dann dichtet dieser Kreis hier in der Mitte genau hier drauf ab und es kann kein Kraftstoff in diese Richtung fließen. Ist der Unterdruck da und die Membrane wird nach hinten gesaugt, dann ist der Weg frei, dass der Kraftstoff in diese Richtung fließen kann. Pri umgeht das, denn für Pri gibt es ja eine extra Öffnung. Stellt ihr auf Pri, läuft der Kraftstoff hier raus und hier weiter zum Vergaser. Ja, da ist also die Unterdruckmembran sozusagen raus aus dem Spiel. So funktioniert das Ganze und das hat selbstverständlich große Vorteile. Ihr müsst also nicht daran denken, den Benzinhahn zu schließen. Wenn also tatsächlich mal ein kleines Krümelchen dafür sorgt, dass das Schwimmernadelventil nicht schließt, ist der Benzinhahn zu, sobald der Motor aus ist. Hat aber auch einen Nachteil. Wenn diese Membran hier aushärtet, dann bewegt sie sich nicht mehr weit genug nach hinten, ja, gegen die Federkraft. Und das bedeutet, dass es passieren könnte, dass bei längerer, schneller Fahrt der Motor einfach ausgeht, weil die Durchflussmenge nicht mehr reicht, weil sie eben nicht mehr ganz öffnet und einfach zu wenig Kraftstoff läuft. Deswegen, Freunde, der Winter kommt. Also auch den Benzinhahn mal rausnehmen, wenn es ein Unterdruckbenzinhahn ist, einen Reparatursatz verbauen, gibt es etliche. Für manche Motorräder gibt es keine, da könnt ihr dann aber einen Benzinhahn als Reserve kaufen. Wie immer findet ihr diese Teile in der Videobeschreibung verlinkt. Denkt auch gleich an frische Kraftstoffschläuche, auch die verlinken wir euch dort mit dabei. Und ansonsten, wenn ihr jetzt das Video seht, denkt daran, ein Abo auf dem Kanal zu hinterlassen. Es geht ja in Richtung Winter und wir machen bald unser Gewinnspiel. Also Freunde, das war's für heute zu dem Thema Benzinhahn. Wenn ihr dazu noch Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik habt oder wenn ich irgendwas vergessen haben sollte zu erwähnen, seid so nett, schreibt eine Mail oder einen Kommentar, freuen wir uns immer drüber. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Schrauben, viel Erfolg beim Projekt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.